Er bewegt sich. Wunderschön. So. Komm schon, Jungs. Alles klar, Asator sagte mir schon, ich werde Verluste hinnehmen müssen, also hoffen wir mal aufs Beste. Ich bin gespannt. Naja, da geht's wieder ordentlich rund. Was war das? Unerwartet, doch schön. So, was ist mit den Jungs los hier? Ja, die machen das, was sie sollen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Renn, mein kleiner Mann mit der AT. Oh. Oh, oh, oh. Renn, mein kleiner Mann mit der AT. Die kommen ja durch. Oh nein, sie kommen nicht durch. Nein, es hat die AT erwischt. Goddammit. Oh, wo rennt ihr hin? Nein, geht doch ins Gebäude. Ihr wart doch schon da. Oh, von wo wurden die beschossen? Ach, oh, so ärgerlich. Ah. Oh. Jesus fucking Christ. Ja, die rücken jetzt natürlich auch weiter vor. Schade. Und ich habe nichts, was da die Straße runtersichern kann. Ärgerlich. So, die haben noch Munition, das ist gut, aber sehen den Bradley nicht. Das ist geschissen. Sehen die dem nicht? Wegen. Ja, okay. Er wird sich jetzt auch hüten, nachdem ich mich verraten habe, denn der Bradley hat sicherlich mitbekommen, dass ich gerade mit der AT-14 dieses M2 hier vernichtet habe. Die haben da nämlich gerade schön rübergeschossen mit ihrer Rakete, glaube ich. Das wollte ich natürlich ja eigentlich vermeiden. Ich hatte noch überlegt, ob ich den Target Arc setze, aber ich dachte mir, das ist nicht nötig. Ein ultimatives Fick dich zum Abschied. Scheiße mit der Scheiße, ey. So. Bewegt sich hier eigentlich noch irgendwas? Ah, da tauchen jetzt Einheiten auf. Ah ja. Der Marksman hat schon was gesehen. Naja, die werden dann hoffentlich hier in meinen kleinen Hinterhalt laufen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße mit der Scheiße. Ah, aber die Jungs sind wieder einsatzbereit. Und befinden sich gerade im unteren Stockwerk. Glaube ich, ja. Und sind dort nicht sehend. Aber die könnte ich jetzt wieder ins dritte Stockwerk schicken. Und dann könnten die von da... Sehen die dann den Bradley? Wo ist der Bradley? Nee, sie sehen ihn gerade so nicht. Aber wenn er sich ein bisschen bewegt, dann würden sie ihn sehen. Und das werden wir auch tun. Da leben noch alle drei Mann. Ich glaube, Asator weiß nicht genau, ob sie noch leben. Ah, doch, er weiß es. Er weiß es. Ich müsste sie... Sie wurden ja auch beschossen. Ich müsste sie also verlagern. Er versucht sich da nämlich auch schön aus der Sicht zu halten von diesem Gebäude. Ist halt die Frage, wie ich die Jungs bewege. Ja, wenn ich hier lang laufe, das ist eine Todeszone, glaube ich. Das wird nicht gut gehen. Da muss ich, glaube ich, eher... Wenn wir hier oben drin sitzen würden, könnten wir dann den Bradley sehen. Nehmen wir den von hier.
gerade so die Spitze, ne? Aber ist auch nicht so pralle. Von hier würden wir ihn auch nicht sehen. Wo würden wir ihn sehen? Hm. Hilft nichts. Ich glaube, ich schicke die einfach hier hoch. Das machen wir jetzt auch gerade mal. Quick, zack, Level 3. Und von dort aus geben wir ihnen einen Armored Target Arc. So in diesem gesamten Bereich. In der Hoffnung, dass wir einen Lucky Shot landen. Vielleicht funktioniert es ja. Du, mein Freund, bist ja immer noch nicht an der Front. Ist dann auch ein Target Arc. Hätte auch Sicht, wenn der noch Munition hat. Ja, ich glaube, Azathoth sagte eben, das MK19 ist trocken. Von daher. Ja, jetzt hat er aber leider geschossen, ne? Ich glaube, wenn ich dieses Asset noch behalten will, dann sollten wir uns möglichst schnell verpieseln. Setzen uns hier in Level 2 und machen dann hier nochmal Target Arc in diesem Bereich. Jawohl, so machen wir das. So muttert. Ich hoffe, dass der... Das ist... Ah, wobei. Weil das könnte dann nämlich funktionieren, dass wir von dort aus den Bradley erwischen. Ja. Ich glaube, viel mehr kann ich auch gar nicht machen. Da hätten wir tatsächlich ausnahmsweise mal alles in einem Rutsch gemacht. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Nee, ich denke, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ah, wobei, die Jungs, die könnte ich noch dazu anweisen, möglichst schnell in Deckung zu gehen. Hallo? Ach nee, okay, das funktioniert nicht. Den machen sie noch auf jeden Fall, weil sie in Panik sind. Na dann. Könnt ihr danach dort in Deckung gehen? Mal schauen, ob es was bringt oder nicht. Ja, ich würde sagen, den Zug lasse ich so. Und ja, dann bis gleich. Ich sprach gerade mit Azathoth und wir waren beide der Meinung, wir sind jetzt beide an dem Punkt, wo wir nicht mehr viel machen können, außer auf den roten Knopf zu drücken und zu schauen, welches Unheil sich dort entwickelt. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse laufen und wir gucken, ob keiner guckt. So, irgendwas schlägt ein. Meine Jungs hier rennen in Deckung. Bradley steht weiterhin. Die Jungs verschieben sich. Das ist gut, bevor irgendwie MK19 oder sonst irgendwas auf die Idee kommt, dorthin zu schießen. Der Bradley schießt auf Leute. Hier werden Amerikaner beschossen. Hier bewegt sich Infanterie. Die wollen in das Gebäude rein, aber warum nehmen die denn nicht die Hintertür? Was soll das? Ach ja, genau. Und der Bradley, er schießt noch schön auf See. Gar kein Problem. Was soll's denn auch? Aber mein AT-Team ist unterwegs und auch gleich in einer guten Position, um auf den Bradley zu schießen, sollte er nicht verlagern. So, und auch hier befinden wir uns inzwischen in einer guten Position und auch am richtigen Fenster. Wobei... Nee, Quatsch. Tun wir nicht. Sorry, ich war kurz geistig verwirrt. Ja gut, also die Leute wurden jetzt gerade zerlegt von Bradley. Schade, Schokolade. Da kann man also nichts machen. Hier sind wir gerade dabei, in das Gebäude reinzugehen. Unsere AT dort aufzubauen.
und wären dann unter Umständen auch in Position, um auf den Bradley zu wirken. Also wir können theoretisch den Turm sehen von hier aus. Das würde mir ja schon reichen. So, hier jetzt weitere Infanterie in dem Gebäude. Ja, tatsächlich gut, dass ich mich hier verschoben habe. Der versucht nämlich bestimmt, mein AT-Team jetzt auszuschalten. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich Einheiten habe, die in der Lage sind, hier hinzuschießen. Aber das werden wir dann gleich ergründen. Wer sieht die denn eigentlich? Ach, die Leute, okay. Okay. Ja, ich drücke auf den Knopf, werde die zwei, drei Befehle geben, die ich geben kann, und dann schauen wir mal. Ah, so, da nähern sich doch jetzt auch Leute durch den Wald an. Langsam, aber sicher. Wenn ich noch Mörser hätte, wäre das natürlich jetzt ein gefundenes Fressen, aber habe ich nicht. Deswegen müssen wir warten. Ist aber auch die Frage, bewegen die sich da? Ja, die bewegen sich. Okay. Alles klar. Dann lassen wir sie einfach mal rankommen und gucken. Jo. Also, ich mache meinen Zug. Bis gleich. Ich habe mich dazu entschlossen. Großartig was machen kann ich nicht. Also, ich habe mir jetzt nochmal angeschaut. Nö, ich werde laufen lassen. Und dann werden wir in jedem Fall schauen, was passiert. Ich habe jetzt hier nochmal meinen Aufklärern gesagt, die sollen nochmal in die andere Richtung schauen, weil wir ja hier Infanteriebewegungen haben. Ja, und viel mehr kann ich, glaube ich, nicht tun. Ja, mal gucken, was es gebracht hat. Wir sind wieder zurück mit Geschichten von der Front. Tja, wird unser glorreiches AT-Team es schaffen, seine Position zu verlagern und den Bradley zu bekämpfen? Werden wir es schaffen, Azathors feindlichen oder Azathors Angriff abzuwehren hier an unserer östlichen Flanke? Oder werden wir versagen und unsere Verteidigung wird zusammenbrechen? Wir werden es sehen. So, Mui Bewegung. Zachwau. Jedes MG erfreut mich nicht. Und jede Bushmaster erfreut mich auch nicht. Oh Gott, oh Gott. Warum? Hier bewegt sich Infanterie, aber die rennt direkt wieder weg. Ping! Boah, Alter. Ärgerlich mit dem Scheißpanzer, wirklich ärgerlich. Aber ich kann auch nichts dagegen tun, ne? Sobald ich irgendwo AT in Stellung bringe, sieht er die sofort. Oh, jetzt beginnt ja hier der Angriff. Ah, die werden dann jetzt hier schön. Die kommen hier schön noch ein bisschen in die Seite geschossen und dann laufen sie gleich in meinen Hinterhalt. Wobei, ich glaube, sie haben so ziemlich die Feuerüberlegenheit. Marksman ausgefallen. Okay, sieht nicht so aus, als könnte ich die aufhalten. Das ist natürlich schade. Wobei, den geht's noch ganz gut, den Jungs. Den halt nicht. Den auch nicht. Okay. Gut.
So, hier haben wir noch Panzerabwehr, die jetzt mittlerweile auch in die andere Richtung schaut. Ja, das Schönste wäre natürlich, wenn der Bradley sich nochmal bewegt. Ich hätte die, glaube ich, ins Gebäude reinkriechen lassen müssen. Ich glaube, dann hätte es funktioniert. Dadurch, dass sie gerannt sind, wurden sie wahrscheinlich entdeckt. Das ist jetzt aber nur ein uneducated guess. Das kann ich jetzt nicht mit Fakten belegen. Naja. Da weiß ich echt nicht, was ich da noch großartig tun soll, außer es, wie gesagt, laufen zu lassen und mir anzugucken, wie viele Verluste ich vielleicht noch dem Feind hinzufüge. Ja, kann ich was tun? Die Runde? Ich könnte jetzt das Feuer eröffnen. Mit allem, was ich habe. Target briefly. Die haben gar keine Sicht auf gar nichts, oder was? Ach, krass. Das ist natürlich schade. Dann sollen die sich mal ins zweite Stockwerk schleichen. Uns, glaube ich, auch sparen. Dann machen wir quick. Und dann sollen sie von dort aus. Dann machen wir gleich das dritte. Soll der Geiz. Zack. Und dann sollen sie von dort aus. Bekommen die ein neues Target Arc. Und sollen beschießen, was sie beschießen können. Target briefly. Und zwar Enemy Target. So. Aber bewegen wir auch mal. Alright, alright, alright. Dann habe ich ja doch noch mal ein bisschen was gemacht. Wir werden uns jetzt hier noch mal so ein bisschen zur Wehr setzen. Und dann denke ich mal, wird es das aber auch bald gewesen sein. Spätestens wenn der Bradley dann zu seiner furchtbaren Rache ansetzt. Dann fängt hier die Gebäude zu beschießen, aber vielleicht kann ich ihn dadurch, dass ich jetzt hier mich ein bisschen wehre, dazu zwingen, auf die Kreuzung zu fahren. Und dann wiederum, meine Damen und Herren, wird es ihm schlecht gehen. So, ja, wir werden sehen. Oh boy, oh boy. Dann schauen wir mal, zu welchen Heldentaten unsere Jungs hier noch fähig sind. So nicht mehr viel, weil der Bradley ordentlich aufräumt. Doch meine Einheiten schießen hier noch fröhlich auf Azathors Jungs, die da durch den Wald rennen. Was mich fröhlich stimmt. Ja, da ist man wegrennend. Das finde ich doch ganz erquickend, muss ich sagen. So, hier rückt man gerade auf das HQ-Element vor. Oh, ihr habt noch Handgranaten, Jungs. Wird Zeit, die zu werfen. Hinziehen und ab dafür. Na los. Werft. Ja. Da dachtet ihr wohl, das wäre schon vorbei. Doch nicht mit mir. Einfach nur ein bisschen warten. So. Schauen wir uns nochmal in der Übersicht an, was passiert ist. Nicht, dass uns irgendwas entgeht.
vorbei. Das Gefecht will ich mir auch nochmal ein bisschen ansehen. Ah ja, das sind schöne Geräusche. Ja, auf der Flucht in den Rücken geschossen. Das finde ich schön. Von allen Seiten Lack hier in den Gebäuden. Ja, ich glaube, ich muss mich weiter zurückfahren lassen, um dem Bradley zu entgehen. Ah, das ist immer noch eine der schönsten Szenen hier. Ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird, Freunde. Niemand hat das gesagt. So, was ich jetzt mit ihm hier machen werde, ich werde jetzt gleich da oben reinkriechen. Ganz, ganz langsam. Ja, Azathoth sagte mir, sein Panzer, sein Bradley hat Thermal. Aber vielleicht kann ich die AT aufnehmen, wenn ich da oben hinkrieche. Munition habe ich ja noch am Mann. Und dann versuchen, den Panzer zu bekämpfen. Wir werden mal schauen, ob es funktioniert. Werden wir dann gleich sehen. Wie dem auch sei, eventuell kann ich ja auch den Panzer noch so ein bisschen aus der Reserve locken. Das HQ-Element feuert ja auch gerade noch so ein bisschen auf die Einheiten dort. Das ist auch gut. Und ja, ich glaube, ich habe wieder so ein paar Optionen zumindest, irgendwas zu machen. Bis gleich. Okay, wenig überraschend. Passiert nicht viel Spektakuläres in meinem nächsten Zug. Ich versuche hier lang zu kriechen, mir die AT zu holen. Wir werden versuchen, dem hier in den Rücken zu schießen, während die da ins Gebäude rennen. Das wäre ganz gut, wenn wir das schaffen würden. Das sind ja auch immerhin drei Mann. Und ansonsten werden wir hier nochmal den Feuerkampf führen in diese Richtung. Hier der Kollege wird sich weiterhin bedeckt halten in der Hoffnung, dass der Panzer vorfährt. Wird er wahrscheinlich nicht tun, aber ja, wir werden es sehen. Ja, und ansonsten kann ich nicht viel machen, in der Hoffnung, dass Azathoth vielleicht jetzt noch ein paar Stellungen von mir reinrennt. Hier, der Angriff scheint ja einigermaßen gescheitert zu sein. Vielleicht können wir uns ja demnächst auf einen Unentschieden einigen. Kann er den Teil der Stadt haben? Ich nehme den hier und dann werden wir gute Nachbarn. Wir werden sehen. Okay, ich glaube, ich werde jetzt antiklimaktisch ein bisschen arbeiten. Und zwar hat mir Azathoth schon angekündigt, dass der Bradley sich jetzt in dieser Runde verabschieden wird. Er hat mich also gespoilert, deswegen spoilere ich euch, weil ich meine Überraschung nicht faken möchte. Dennoch frage ich mich, auf welche Art und Weise, denn das weiß ich tatsächlich noch nicht. Oder ich habe vergessen zuzuhören. Wir schauen mal. Es muss ja aber eigentlich hier das AT-Team sein. Geben wir uns schon mal gleich in freudige Erwartung dorthin. Die steht auch schön am Fenster. Gucken wir mal, ob keiner guckt. Wie ich immer so schön sage, ja, wo das Fenster mit drauf haben, kommen wir wollen, mal die Fensterperspektive haben. Und bitte, Action. Ja, bewegt sich. Wunderschön. So. Komm schon, Jungs. finally. Du mieser Ficker, du. Du mieser Ficker. Medic! Ah, ihr miesen Schweine hier. Boah, jetzt retten die sich auch noch da rein, ne? Habt ihr bitte den Anstand, jetzt auch wenigstens einfach zu sterben? Ah. Yes, yes, yes. Okay, hier sammeln sich die ganzen HQ-Elemente. Wunderschön. Okay, dann schauen wir uns mal an, was auf dem restlichen Schlachtfeld so passiert ist. Ich glaube, da sind weniger bauliche Dinge passiert, aber immerhin den Bradley. Beide ausgeschaltet. Für mich absoluter Win diese Runde. Naja, zurückspulen, abspielen und ab dafür.
Dieses elende Maschinengewehr da hinten, ne? Das will einfach nicht verrecken. Bumm. Dann versucht er jetzt tatsächlich nochmal hier anzugreifen, ne? Mit seinen versprengten Einheiten, die er da so hat. Oh nein, der Mörser schießt da hinten auf dem Dach. Das ist jetzt natürlich auch unangenehm. Okay, da ist eigentlich... Oh. Das sind Mörsergranaten, die dort einschlagen, aber das ist uns relativ egal, weil wir im Gebäude sitzen. Und da sind die Mörser uns relativ egal. Oh, da gönne ich mir noch mal ein Schlückchen Bier. Ich mache jetzt meinen Zug mit einem fetten Grinsen im Gesicht und dann hören wir uns gleich. Ich habe meine Befehle gegeben. Wir werden hier ein bisschen an der Stelle zurückschießen. Ich glaube, da muss ich nicht viel sagen. Ich lasse hier das Mörserteam, lasse ich nochmal in die Richtung schießen. Hier schieße ich nochmal in Richtung MG. Hier die Jungs haben tatsächlich noch Munition. Die werde ich die Position verlagern lassen. Dann auch in die Richtung schauen lassen. Und hier verlagere ich mein Sicherungsbereich ein bisschen, dass ich hier mitgucke, wo dieses Panzerabwehrteam hingelaufen ist. Die haben alle keine Munition mehr hier. Müsste mal gucken, ob irgendwo Leichen rumliegen. Irgendwo ein ausgefallenes Squad oder so, dass ich da vielleicht mir Munition snacken kann. Aber ehrlich gesagt, habe ich da jetzt nicht so... Doch, da drüben liegen ein paar. Das könnte ich probieren, dass ich vielleicht die dort rüber schicke. Dass die sich versuchen, Munition zu holen. Mein Marksman-Team habe ich ja verloren hier. Die sind ausgefallen. Der Driver vom LKW lebt immer noch. Seltsamerweise. Ist aber pinnt. Und ja, den lasse ich zurück zu seiner AT laufen. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Mein AT-Team ist pinnt. Wenn die fertig sind, lasse ich die auf den Mörser schießen. Und ansonsten, die Jungs haben auch noch Munition, aber nicht viel zu tun gerade. Ist aber auch okay. Ein bisschen Reserve ist in Ordnung. Ja, die liegen jetzt hier dem Feind gegenüber. Hier sitzen irgendwie drei HQ-Elemente in diesem Gebäude. Aber da kann er von mir aus auch gerne sitzen bleiben. Ja, und viel weiter kann ich an der Stelle auch nicht machen. Ich kann jetzt eigentlich nur warten, dass der gute Azathor nochmal irgendwie einen Move macht und ihn dann entsprechend attackieren. Aber... Ja, mal gucken, wie weit er überhaupt noch kommt. Wer sieht denn eigentlich die Mörser? Du und du. Ah, oh. Na, das ist aber doch mal tatsächlich doch ein gefundenes Fressen. Dann gucken wir doch mal, ob wir da jemanden ausschalten können bei den Mörsern. Das wäre doch auch eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, gut. Dann haben wir doch nochmal was Sinnvolles getan. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns jetzt das ganze Spektakel hier ansehen. Und in der Zwischenzeit werde ich auch noch weiter meinen Sieg ein bisschen zelebrieren. Denn egal, wie das jetzt ausgeht, wir haben uns teuer verkauft und damit bin ich zufrieden. Nachdem die letzte Runde so gut verlaufen ist, habe ich die Befürchtung, dass wir jetzt wieder einen auf den Deckel bekommen. Wir schauen mal, was passiert. Ja, hier kriegt jemand Haue. Das war ja zu erwarten. Boah, da fliegen die Unterlaufgranaten. Huiuiui. Da lässt sich ein Squad zurückfallen. Das ist gut. Da fliegen weiter Unterlaufgranaten, aber irgendwo in die Botanik. Ach, hier auf unsere Scouts. Kommen aber auch weiter Lack und sind pinnt. Oh, die saß gut.
Ja, es wird fröhlich hier umhergeschossen. Oh! Oh, 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 feindliche Infanterie rückt vor. Da ins Gebäude. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, die konnten natürlich nicht schießen, weil sie keine Muni mehr haben. Können jetzt vielleicht höchstens Granaten rüberwerfen. Die sind alle verwundet da drüben. Die haben noch so ein bisschen Munition. Die müssen dann hoffentlich vernichten, was da kommt. Die haben auch noch ein bisschen Munition. Den kann ich dann sagen, dass er da rüber gucken sollen. Wenn da was kommt. Und die haben jetzt nicht mehr so furchtbar viel Munition. Aber auch ein bisschen was. Würde ich tatsächlich sagen, ich move die möglichst schnell, solange es noch geht, hier in das Gebäude. Schauen wir mal kurz, von was könnten die bedroht werden? Eigentlich von nichts. Solange der Feind hier noch nicht sitzt, kann ich die rüberbringen. Also jetzt oder nie, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich muss da entgegen was tun. So weit, so gut. Wirklich vorwärts gekommen ist er jetzt hier nicht. An der Stelle hat er einen Fuß in die Tür bekommen. Das ist nicht gut. Da müssen wir was gegen tun. Aber das machen wir dann gleich. Okay, im kommenden Zug werden wir hier mit allem, was irgendwie noch ein bisschen Munition hat und drumherum sitzt, auf die Leute schießen, die da drin sind. Ja, die Panzerbesatzung lasse ich da jetzt einfach mal sitzen. Das sollen sie schon großartig machen. Die Jungs sind weiterhin pinnt. Wenn sie irgendwann mal schießen können, können sie gerne nochmal auf die Mörser schießen. Die sind nach unten gelaufen. Die lasse ich jetzt wieder hochlaufen. Dann sollen sie wieder in Position gehen. Dann kriegen sie einen Target Arc und dann können sie gerne die verbleibenden Raketen auf die Mörser schießen. Ich gerade sehe, dass sie auch Sicht auf dieses MG hätten. Ja, natürlich. Oh, wobei, scheint nicht zu gehen. No line of sight. Ist auch okay. Dann lassen wir das. Sollen hochgehen und dann da oben auf dem Dach die Mörser ausschalten. Ja, und ansonsten, hier lasse ich mich zurückfallen mit den Einheiten. Die haben eh keine Munition mehr. Vielleicht können die irgendwie was aufnehmen. Da bleibe ich, wo ich bin. Der eine Macker, der kann da gerne sitzen bleiben. Hier die Jungs, ja, lasse ich jetzt auch erstmal sitzen, damit es nicht nach kompletten Rückzug aussieht. Und hier dieses HQ, das lasse ich auch verlegen, um hier bei der Abwehr mitzuhelfen, weil die haben noch gut Munition. Und das möchte ich ganz gerne nutzen. Ja, viel mehr wird nicht passieren. Wir sehen uns dann gleich in der Ausführung. Inzwischen sind wir ja schon bei File Nummer 51, also Safe Game 51. Und die 51 werden wir uns jetzt anschauen. Ja, die Jungs bekommen gerade ein bisschen Lack. Haben auch einen Ausfall und rennen jetzt auch wieder weg. Sehr gut, mit dem bisschen Munition, was ich noch habe. Das Maximum erreicht. Azathor hat keinen Fuß in der Stadt. Das hat Gott sei Dank noch gereicht, das bisschen Munition. Dann bin ich aber auch wirklich so ziemlich trocken jetzt. Was jetzt mit denen noch passiert, weiß auch kein Mensch. Die sitzen jetzt halt da. Und diese HQ-Elemente, die sitzen da auch. Und wie ich sehe, schießen sie mit ihren Pistolen aus dem Fenster. Hier, die verballern noch ein bisschen ihre Restmunition auf das, was da noch sitzt. Das müssen wir, glaube ich, gleich auch mal irgendwie einstellen. Scheiße, die kommen immer näher. Das ist auch nicht so gut. Und die sind auch immer noch pinnt hier. Oh, das ist gar nicht gut hier. Das, was da passiert. Das ist gar nicht gut. Da habe ich auch wenig Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Oh, die werden schon wieder suppressed da. Das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir gar nicht, was ich hier gerade sehe. Ja, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt was tun. Und zwar gegen diesen Angriff. Den müssen wir auch zurückschlagen. Das sind noch 4 Mann. Und ich bin der Meinung, das können wir schaffen, wenn wir sie auf offenem Feld jetzt erwischen. Leider arbeitet Azathor hier sehr gut mit Unterdrückungsfeuer von seinen Maschinengewehren, die hier meine
Das sind, müssen zwei Platoons hier gewesen sein, weil ich sehe hier zwei M240 Weapon Teams. Zwei Teams pro Platoon. Ja, und die schießen hier auf breiter Front. Das hat er gut aufgebaut. Und ich kann aber auch nicht großartig was dagegen tun gerade. Aus diesem Grund muss ich versuchen, das, was hier rankommt, möglichst dreckig abzufangen. Damit ich hier noch irgendwie eine Chance habe, das Unheil abzuwenden. Ja, okay, die sind unterwegs, um Unterstützung zu leisten. Was er hier so macht, das weiß auch kein Mensch. Kriegt er jetzt halt irgendwie rein? Naja, soll er mal machen. Und, ja. Ganz so viel wird jetzt, glaube ich, nicht passieren in meiner Befehlsphase. Aber mal schauen. Ja, ich habe meine Befehle gegeben. Auf die Elemente, die ich sehen kann, habe ich Target Briefly Befehle gegeben. Also, dass mal kurz auf die geschossen wird. Viel mehr kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht machen. Müssen wir, glaube ich, auch nicht im Detail durchgehen. Ich schicke den Zug ab und ja, dann hoffe ich mal, dass wir die Jungs hier an der Seite aufhalten können. Ich habe jetzt hier nochmal einen Target Briefly Befehl gegeben. Es gibt auch niemanden anderen, der die sonst sieht. Oder nee, ich habe hier tatsächlich einfach nur einen Target Befehl gegeben. Die sollen ruhig alles geben jetzt. Ja, ich vermute mal, das wird schwierig, da überhaupt irgendwas zu machen. Aber wir werden sehen. Also, wir nähern uns dem Ende. Azathoth sagte mir bereits, er hat schon auf Ceasefire geklickt. Da bin ich auch seiner Meinung. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch großartig viel vorwärts und rückwärts gehen wird. Auch er scheint nicht mehr viel Munition zu haben. Erkennbar daran, dass hier auch Leute mit den Pistolen schon kämpfen. Aber mal gucken, was ihn dazu bewogen hat. Wir schauen uns trotzdem diesen Zug hier noch an. Was hier mit den Burschen noch passiert. Ob die es tatsächlich noch ranschaffen oder zerlegt werden. Ja, tatsächlich kriegen die jetzt doch ein bisschen Gegenfeuer. Und rennen dann auch schon wieder weg. Ja, sieht so aus, als hätten wir das abgewehrt. Was da passiert ist. Die lassen sich auch zurückfallen. Haben scheinbar auch wieder Verluste. Ja, für Azathoth dann doch eher ein Ceasefire. Aber da gehe ich mit, weil das wollen wir ihm jetzt natürlich nicht sagen, aber wenn er jetzt noch ein paar Anläufe startet, dann habe ich wirklich überhaupt keine Munition mehr und dann kommt er auch durch. Oh! Achso, nee, da oben liegt ja keiner, aber die Granate saß gut. Nicht schlecht. Jo. Turn auf Done. Ich drücke auf Ceasefire. Mal gucken, was passiert. Okay. Geben jetzt beide noch Befehle. Wobei, ich glaube, ich muss gar nicht mehr groß Befehle geben. Wir können wahrscheinlich jetzt einfach in Ceasefire gehen. Wahrscheinlich kriegen wir gleich den Endscreen zu sehen und die Abschlussbewertung. Die werde ich dann zusammen mit Azathoth machen. Da werden wir uns das Schlachtfeld nochmal zusammen angucken. Und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir befinden uns jetzt im After-Action-Report, nachdem wir beide Ceasefire eingestellt haben. Und was bin ich da sehend? Major Victory. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also du hast auf jeden Fall im Objective North, hast du mehr Männer als ich. Ich war ähnlich überrascht. Ich hatte mindestens mit einem Draw gerechnet. Ja. Dass ich da noch verliere. Aber das liegt vielleicht auch einfach nur an der Punkteverteilung, weil es ein Angriff war. Und kein Begegnungsgefecht. Ja. Ach, wir, 43 Men killed haben wir beide. 33 verwundet. Du hast, ich habe 34. Ich habe 4 Men missing. Wo sind die denn hingekommen? Das ist ja das Problem. Bei mir sind es nur 2. Sind das dann POWs gewesen, oder? Das kann sein, dass die sich irgendwo ergeben haben, ja. Gut, ich habe noch die beiden Fahrzeuge zerstört. Das gibt natürlich auch gut Punkte, ne? Ja,
Allerdings, wenn ich mir den Kill-Count von meinem zerstörten Bradley anschaue, von dem zweiten, der 37 Feinde umgehackt hat und drei sinnlos abgestellte UAZs, aber ja. Ja, ich habe, also wenn ich mir die Punkte angucke, ich habe tatsächlich auch keine Punkte bekommen für Northtown. Also dadurch, dass wir beide Einheiten dort drin hatten, haben wir beide keine Punkte dafür bekommen. Ja, aber mein Gott, es hat geendet, wie wir dachten. Mit niemand kommt mehr vorwärts und zurück und alle stecken fest und entweder hat man keine Munition mehr oder keine manövrierfähigen Einheiten mehr. Ah, ich sehe jetzt hier dein Mörser HQ, was da irgendwie hinten rumliegt. Ja, was ich sagen muss, was echt hart war, war der Bradley mit dem Thermalvisier. Der hat echt richtig Dreck gemacht. Was hast du gesagt? Wie viel hat er weggeräumt von mir? 37 Feinde. Ja, also die Hälfte meiner Casualties. Ja. Ich fand am Anfang schön an der Stadt, da sieht man, wo der Bradley ausgefallen ist am Anfang. Und dann, wie du versucht hast, da in die Stadt reinzukommen, da habe ich schön in einer Reihe, habe ich so ein ganzes oder so ein halbes Squad habe ich gelegt. Ja, das war. Ich habe da mit dem einen Bradley, der hatte auch noch zwei MG-Teams geladen. Da wollte ich, weil Surprise hätte nicht funktioniert, also Speed und Violence of Action sind die Prinzipien, die übrig geblieben sind, wollte ich da Vollgas mit dem Bradley nach vorne die MG-Teams ausladen und rattert. Ja, der ist dann halt direkt ins Abwehrfeuer von einem Panzerabwehrrohr gefahren, was mich dann hat vorsichtiger werden lassen. Aber im Sturmabwehrfeuer der syrischen Armee sind gar nicht so wenig hier zu Tode gekommen, sodass am Ende das Bataillons-HQ den Angriff selbst führen musste und jetzt hier in einem Haus steht und mit noch grandiosen 30 Schuss, 9 mm und 5 Granaten auf dein Platoon-HQ auf der gegenüberliegenden Straßenseite schießt. Also was Munitionsmangel betrifft, da geben wir uns wirklich nichts. Also da drüben das Platoon HQ, die haben noch eine Granate, das war's. Und generell, wenn du mal meine Einheiten durchklickst, also ich habe vielleicht insgesamt noch 1000 Schuss. Es ist bei meinem einzig noch halbwegs bewegungsfähigen Manöverelement, also das auf der von mir aus ganz linken Flanke, ganz im Süden, diese vier merklich angeschlagenen Squads da aus dem dritten und zweiten Platoon von mir, die haben noch ganz gut Munition, also die hätten das noch nehmen können, wenn die nicht so feige Hunde wären und bei jedem kleinen Knall sofort wieder auf dem Absatz kehrt machen und zurück in den Wald laufen würden. Ja, die sind von der Moral her broken und rattled. Also da kann man nicht mehr viel machen, glaube ich. Ja, das. Also schön war der Tag für niemanden, glaube ich. Außer vielleicht für mein Mörser-HQ, das da hinten in der Mulde sitzt, neben dem Mörser und dem anderen Mörser, der hier auf dem Dach steht. Ja, was auf jeden Fall richtig Dreck gemacht hat, sind seine MG-Elemente und das MK19. Meine Fresse, ey. Oh Das hat ja, richtig also wehgetan. das eine MK19, das jetzt hier vor dem rauchenden Bradley liegt, hat zwar nur sechs Casualties verursacht, aber ich glaube, die psychologische Wirkung davon war beeindruckend. Auf jeden Fall, ja. Aber ich sehe gerade so dieser Häusergruppe neben dem rauchenden Bradley, auch so zwischen den Häusern, da habe ich ja doch noch mal einiges weggeräumt, ey. Ich glaube, da liegt ein ganzes Platoon irgendwo drin. Krass. Also Ja, so wie das. der mutige MK19-Schütze, nachdem sein Teamleader und der Schütze ausgefallen ist, hat dann der Ladeschütze das MK19 genommen und hier auf das Dach getragen mit Ja, das den hat richtig wehgetan. 96 Granaten. Also der hat es verdient.
Ja, sieht man irgendwo, wie viel Kills der gemacht hat? Ah, zwei. Aber wo sehe ich das? Ah, ja, da. Wenn du Two drauf enemy klickst. casualties, okay. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gefecht. Ja, Sehr viel auf jeden Spaß Fall. gehabt auch. Es war auf jeden Fall zwischendrin ein, schön anzusehen, auf jeden Fall. Ey, mein Mörser-Team hat auch zwei Casualties verursacht, aber wahrscheinlich im Feuergefecht und nicht mit den Mörsern. Das habe ich mir auch gedacht. Damit haben sie mehr Casualties verursacht als meine Mörser. Die haben beide null. Echt? Weil Ja. bei mir ist ein Team ist tatsächlich rausgelaufen ins Mörserfeuer. Das habe ich schlecht getimt, beziehungsweise nicht aufgepasst. Und da war ich eigentlich der Meinung, dass da welche dem Mörserfeuer zum Opfer gefallen wären. Kann natürlich sein, dass die anders verrechnet werden, wenn das eine Feueranforderung war von irgendwem. Dass die dann nicht auf das Mörser-Team, sondern auf den, der das Steilfeuer angefordert hat, gerechnet Ja, werden. das Aber kann sein. das weiß ich Ja. nicht. Aber das können auch nicht sehr viel sein, weil alle, die hier irgendwann mal Feuer angefordert haben, haben auch maximal 3 Kills. Oh, ich sehe gerade da so in den Gebüschen, da wo dein eines HQ liegt und dein MG, da habe ich aber auch noch einige erwischt. Ja, Bei dem ersten Angriff. weißt du, wie man den Bewuchs ausschaltet? Sag's nochmal schnell, den Drück Hotkey. mal Alt-T. Ah, ja, genau. Dann siehst du das noch ein bisschen besser, was hier an Opfern rumliegt. Bei dem, die hier so das zweite Squad aus dem dritten Platoon, das hier quasi gesammelt in dieser Gebüschreihe liegt. Ja, doch, das hat ziemlich wehgetan, glaube ich. Der Angriff. Ja, da. Also, wir halten fest, für einen Angriff mindestens 2 zu 1 in der Überzahl sein müssen, ist schon wahr. Auch wenn Ja. man, so wie hier jetzt die US Army, der syrischen Armee technologisch überlegen ist, aber trotzdem, ich bin da angerückt mit einer leicht verstärkten Infanteriekompanie und zwei Bradleys und habe mir die Zähne ausgebissen. Also ich glaube, wenn du das MK19 genutzt hättest in dem Moment, als du vorgerückt bist, auf diese vier Gebäude, dann hättest du es schaffen können. Ja, also ich habe definitiv ein paar spielmechanische, aber ich habe auch taktische Fehler gemacht, aber mein Gott. Ja, also taktische Fehler habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Also zum einen habe ich meine Position zu früh verraten von meinen Key-Elementen, wie zum Beispiel den großen Panzerabwehrsystem, von denen ich zwei hatte. Ich habe die Mörser falsch eingesetzt, also ich hätte eher mit den Spottern arbeiten müssen, die aber von Anfang an pinned waren, weil ich sie neben diese High-Priority-Ziele wie Panzerabwehr gesetzt habe. Und dann habe ich halt das Munitionsmanagement komplett verkackt. Das war vom Anfang bis zum Ende einfach dann beschissen. Also nach den ersten 10 Minuten komplett trocken zu sein, war schon nicht so die Glanzleistung von mir. Ja, ich habe auch eben durch den Versuch, hier möglichst schnell mit dem Bradley Feuerkraft nach vorne bringen zu wollen, ohne effektive Feindaufklärung zu haben, das, was mich dem Bradley und 2MG-Teams gekostet hat, nämlich auch noch 2MG-Teams M2 und nicht M240. Da hat nur ein M2-Schütze überlebt, der dann von einer deiner AT-Stationen Versehentlich. versehentlich weggemacht wurde. Der liegt jetzt hier noch einsam auf dem Dach herum. Er hätte, also langsamer und dann schnell mit viel Gewalt wäre vielleicht effektiver gewesen. Aber nachdem ich der Meinung war, ich wüsste relativ gut, wo du vermutlich dich platziert hast, weil du ja von Anfang an überall quasi dich hinsetzen konntest
und du ja auch wusstest, aus welcher Richtung ich kommen muss, war zumindest das Überraschungsmoment schon mal hinfällig. Das heißt, ja, langsamer beim nächsten Mal, aber es war ja auch ein kleines Gefecht. Wir haben uns innerhalb der ersten 2 Minuten sehr großflächig gesehen. Ich hatte Gefechte auch schon, wo 15 Minuten vergangen sind, bis ich bis zum ersten Mal einer meiner Soldaten auch nur was gehört hat. Von sehen rede ich noch gar nicht. Ja, ich muss sagen, was mich überrascht hat, ist, wie intensiv es auch über einen längeren Zeitraum war. Also ich dachte, wir haben so 2, 3 Minuten, da hauen wir uns richtig aufs Maul und dann siechen wir dahin. Aber es war eigentlich 20 Minuten durchgehend intensives Feuergefecht. Das fand ich schon krass, das hatte ich so auch noch nicht. Und was mich überrascht hat, auch war, wie effektiv meine eine Special Forces Company war, die ich eingesetzt habe, weil die einfach, das darf man echt nicht unterschätzen, die sind halt einfach nicht zurückgefallen. Du konntest machen, was du wolltest, du konntest auf die schießen ohne Ende, die sind nicht zurückgefallen. Im Gegensatz zu da hier meinen großen Helden an meiner linken Flanke da, ganz im Süden, die jedes Mal, wenn es da aus der Richtung von diesen Häuserblöcken in ihre Richtung geknallt hat, schon wieder umgedreht haben und weggelaufen sind, zurück in den Wald. Ja, aber ich bin der Meinung, wenn das Gefecht, also wenn ich jetzt nicht in der ersten Runde direkt den ersten Bradley weggemacht hätte, hätte das wirklich das ganze Gefecht dringen können. Also 2 von den Dingern hätten mir richtig Probleme gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Also gerade wenn ich vielleicht langsamer aufgeklärt hätte und dann auch schon gewusst hätte, wo die AT-Teams sind, das ist ja Ja. das leicht Gemeine an den Javelins. Die können ja auch Infanterie anvisieren. Und das ist eine relativ beliebte Taktik mit den Javelin-Teams aufzuklären und dann mit denen direkt diese Rohrziele wie schwere Waffen und Fahrzeuge einfach direkt wegzuschießen, weil die Javelin-Teams bestehen nur aus 2 Mann, die sind im Zweifel verschmerzbar. Und jeder Bradley hat noch einen Javelin-Launcher und Raketen geladen. Insofern wäre das vielleicht die gängigere Taktik gewesen. Die funktioniert zumindest gegen die KI, aber die KI ist halt auch ja, in der Regel nicht ganz so mega schlau wie ein menschlicher Spieler. Ja, das stimmt. Also eigentlich fast wie ein Armer, ne? Da machen wir das ja auch Ja. so mit der Javelin. Ich habe mit einer Javelin noch nie auf Infanterie schießen lassen, aber ja. Ja, also ich fand, war eine nette Runde. Aber damit sollten wir es jetzt auch belassen. Denn ich werde jetzt meinen signifikanten Sieg befeiern und dann wahrscheinlich die nächsten Tage Tote begraben müssen. Nach diesem Massaker. Ja, das auf jeden Fall. Die US Army wird hier so ganz langsam unter Raucheinsatz von irgendeinem Bataillons Artilleriegeschütz sich zurückfallen lassen und demnächst einen großen Luftangriff bestellen. Ja, da freuen wir uns natürlich drauf und warten gespannt darauf. Ja, und bis dahin, tschüss. Tschüss.